Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Heute gibt es wieder ein Topmodel-Video für euch. Und zwar habe ich hier die liebe Hayden liegen. Und es wird wieder ein Wachsmakralkleid und es wird auch wieder gebügelt. Allerdings werde ich es dieses Mal nicht aufmalen, sondern ich habe hier einen Sparschäler. Und mit dem mache ich mich hier gleich an die Wachsmalkreiden und werde sie tatsächlich hobeln. Also da fallen gleich so kleine Späne ab und aus denen werde ich dann das Kleid zusammensetzen. So auf jeden Fall der Plan. Ihr seid dabei und werdet sehen, ob es funktioniert oder nicht. Ich starte erstmal damit, dass ich die Wachsmalkreiden auspacke. Gucken, wie schnell das geht. Sogar aus den Schnipseln könnte man noch ein Kleid machen. Also, wenn ihr das sehen möchtet, wie ich aus den Schnipseln von den verschiedenen Stiften ein weiteres Kleid mache, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. So, Stift Nummer 1 ist ausgepackt. Ich packe sie jetzt allerdings nacheinander erstmal alle aus. Okay, hier sind sie und ich starte mit Gelb und arbeite mich den Farben entsprechend weiter nach unten fort. Da ist der Stift durch und ich glaube, das reicht auch schon mal an Raspeln. So, für die erste Schicht. Ich mache erstmal so kleine Häufchen und verteile die dann. Dieser hier ist deutlich härter. Okay, das soll dann auch für diese Farbe schon mal reichen. Okay, meine 5 Häuflein sind fertig und ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zu gruppieren. Starte mal hier oben mit dem Gelb und lasse es, ja, das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus, so als Einträger so runterlaufen. Dann kommt Orange, vielleicht so ein bisschen asymmetrisch hier zur Seite runter. Und dann lasse ich es eng anliegend und hier so ein bisschen, ja, so als Schleppe fast so zur Seite runter. Okay. Taille noch etwas schmaler. So. Dann habe ich es eigentlich schon ganz gut in Form. Es muss jetzt natürlich noch gebügelt werden. Und dabei ist natürlich die Frage, wie das Ergebnis dann nachher aussehen wird. Ob es überhaupt hält. Ich hoffe mal ja, aber als erstes heizt sich jetzt natürlich das Bügeleisen vor. So, ich habe noch ein paar weitere Krümel drauf getan. Deswegen habe ich hier jetzt überall noch so versteckt so ein paar kleine Highlights. Manche in Gelb, manche in Rot. Und hier kommt jetzt mein Backpapier. Das muss natürlich zwischengelegt werden, damit die Wachsmalkreide nicht am Bügeleisen festpappt. Und ich lege es jetzt ganz vorsichtig drauf. Und hier kommt jetzt mein Bügeleisen. Wenn ihr sowas zu Hause nachmacht, natürlich das Bügeleisen nicht ohne eure Eltern benutzen. Oder am besten eure Eltern das mit dem Bügeln überlassen. Und los geht's. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ihr seht, was passiert. Oh je! Yeah.
Oh nein. Okay. Damit hatte ich jetzt nicht in dem Maße gerechnet. Oh nein. Okay, ich höre auf zu bügeln. Es ist eine große Farbexplosion. Ich habe viel zu viel Wachsmalkreide benutzt, viel zu viele Krümel. Es ist jetzt natürlich noch sehr heiß. Ich muss es jetzt abkühlen lassen, bevor ich dann tatsächlich das Backpapier abziehen kann. Aber es ist eher ein großer Farbplex als tatsächlich ein Kleid. Allerdings mit einem wunderschönen Farbverlauf drin. Mit ungefähr der vielleicht einem Viertel der Farbe hätte es wahrscheinlich funktioniert. Vielleicht probiere ich es gleich nochmal aus. Ich werde mal schauen. So, inzwischen ist es abgekühlt. Ich ziehe das Papier ab. Hier ist es sogar noch ein bisschen flüssig an einer Ecke. Ja, ein hübscher Farbeffekt. Von dem Topmodel sieht man leider nicht mehr viel. Allerdings der Farbverlauf wirklich sehr, sehr hübsch. Ein ziemlich großer Fail, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Zum Glück war es die vorletzte Seite. Macht es nicht zu Hause nach. In diese Kategorie fällt dieses DIY. Ich hätte auch das Ganze nicht auf dem Buch bügeln sollen. Kommt da noch zu. Nicht zu Hause nachmachen. Ich werde es jetzt nochmal anders versuchen, mit einer einzelnen Seite und viel weniger Wachsmalkreide. Mal schauen, wie es dann wird. So, Christy, hier ist die nächste. Ich habe das Blatt schon rausgetrennt, auf ein Brett hingelegt und ich fange jetzt wieder an mit dem Hobeln. Allerdings weiß ich ja jetzt, es reicht deutlich weniger. Also das sollte für Orange schon reichen. Ich mische es jetzt auch schon sofort. Okay, jetzt wird das Ganze wieder arrangiert. Okay. Ich hoffe, es ist jetzt dünn genug. Ich versuche es nochmal ein bisschen dünner zu bekommen. Und dann werde ich wieder das Bügeleisen vorheizen und das Kleid wieder bügeln. Okay, zweiter Versuch. Besser. Eher, ja, so wie ein sehr, sehr extravagantes Wuschelkleid. Man sieht die Hände noch, man sieht den Kopf noch, man sieht die Füße noch. Das sind die wichtigsten Kriterien, die ich mal rausgebe. Ich werde jetzt wieder warten, bis es ein bisschen abgekühlt ist und dann zeige ich es euch natürlich. Okay, auch dieses Kleid ist jetzt ausgehärtet und trocken. Einmal abgezogen. Und ich finde, es sieht auf jeden Fall ein bisschen aus wie ein Kleid. Ja, wie gesagt, vielleicht wie so ein extravagantes Modenschaukleid. Sehr wuschelig, mit sehr viel Farbspiel drin. Ich finde den Farbverlauf hier sehr, sehr cool. Wie gesagt, man sieht das Model, man sieht den Kopf, man sieht die Füße, man sieht beide Hände, auch wichtig. Auf jeden Fall auch ein funktionelles Kleid. Naja, jetzt die Frage an euch. Wie findet ihr das Ganze? Wie findet ihr meine Topmodel-Experimente mit Wachsmalkreide und dem Bügeleisen? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen dazu. Und wenn ihr mehr Vorschläge habt für die Topmodels, für weitere Experimente, natürlich auch ab damit unten in die Kommentare rein. Wenn es euch gefallen hat, natürlich Daumen nach oben dalassen, unseren Kanal abonnieren, die kleine Glocke aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Tschüss!